Reisen ist mit das Schönste, was man sich antun darf, wenn man es kann. Und Porto Piccolo ist so ein Ort, die Ruhe, die man hier hat, das Meer, das so glitzert, ist ein Traum. Ich reise sehr gerne, denn im schönsten Zuhause wird es ab und zu mal fad. Reisen tue ich, wenn ich es darf, sehr, sehr gerne, weil ich Erfahrung vom Fahren her immer schon so betrachtet habe, dass es wichtig ist, dass man die Welt sieht. Ich reise wirklich sehr gerne, weil man sieht ein bisschen was von der Gegend. Und ich habe in der Gegend Triest waren wir schon mal und da wollte ich unbedingt wieder hin. Also ich reise sehr, sehr gerne und mir gefällt Porto Piccolo wirklich gut. Es hat so eine verrückte Ausstrahlung, weil es einfach auch so eine Idee ist, die umgesetzt wurde. Es ist in diesen Stein gehauen, es ist noch sehr neu. Man spürt noch keine alte Seele, weil es ja auch noch keine alte Seele gibt. Aber das kann eigentlich noch wachsen und ich finde diesen Ort wirklich romantisch und zauberhaft. Porto Piccolo gefällt mir sehr gut, weil es mich irgendwo dann doch an Italien erinnert, es aber dann doch eine eigene Art ist, ein modernes Resortleben. Und die Kombination finde ich sehr, sehr interessant. Da war ich dann überrascht, dass es im ersten Moment fast ein bisschen was Künstliches hat, aber dann doch ineinander verwoben, gewachsen ist. Sehr witzig, sehr lebendig und auf jeden Fall eine Reise wert.